the Singapore Slinger, Paul Lim! Paul Lim, the Singapore Slinger, ist zurück auf der WM-Darts-Bühne. Der älteste Teilnehmer, liebevoll Darts-Opi genannt, ist mittlerweile 66 Jahre alt und trifft auf den 34. der Weltrangliste Luke Humphries. Und für den Favoriten aus England läuft es zunächst nach Plan. Per 103er Finish zur schnellen 2:0 Satzführung. 103. Triple 17, Doppel 16 für das Set. Ja, auch das holt Luke Humphries und geht hier mit 2:0 gegen Paul Lim in Führung. Doch der coole Mann aus Singapur bleibt ruhig und läuft heißer und heißer, spielt sich mehr und mehr in die Partie und kann per 20, Triple 16 und Doppel 8 in den Sätzen ausgleichen. Nein, er geht über die Triple 16 für Doppel 8. Und er schafft es tatsächlich. Paul Lim kämpft sich hier gegen Luke Humphries in einen fünften Satz. Im Entscheidungssatz entwickelt sich dann ein wahrer Darts-Krimi. Humphries erneut mit den besseren Karten und der Riesenchance zum 2:1 in den Legs. Der Engländer mit 89 Punkten, Lim mit 176 Punkten noch nicht einmal im Finish-Bereich. Was folgt, ist ein Drama auf die Doppelfelder mit dem besseren Ende für Paul Lim. Der legt erst richtig los jetzt. Schaut seinen Average jetzt auf über 91. Humphries, man muss es aber schon sagen, er bleibt ziemlich cool, insgesamt gesehen. Ja. Er hatte so seine Phasen, wo er sich echt dachte, das hast du ihm auch angesehen, Mann, das gibt's doch nicht, ich werde den nicht los, nicht schon wieder jetzt. Aber er bleibt fokussiert, er bleibt cool, Luke Humphries. Ja. Cool Hand Luke. Cool Hand Luke. 71. Luke, you require 8. Doppel 4. Doppel 2. Doppel 1, Matthaus. Nee. Oh, oh, und jetzt könnte hier was ganz Entscheidendes passieren. Wenn dieses Break Lass kommt. Den jetzt die 105 nehmen und das Break spielen. Ja. Und es scheint hier nichts mehr unmöglich, Robby. Ist nur die Frage, welchen Weg geht er? Über die 19, übers Bull? Über die 19, für 48 Rest. 16 oder 8? 16 für Doppel 16. Break Dart. Oh, war das knapp. Meine Güte, das war. Wieder auf die Doppel 4. Doppel 2. Luke Humphries vergibt hier wieder und Lim kommt nochmal fürs Break ans Oki. Da war das Händchen nicht mehr so cool. Doppel 16. Doppel 8. Gibt's doch nicht. Der bastelt das Ding. Lim. Der war so konzentriert und fokussiert die ganze Zeit und dann passiert ihm das. Aber auch Humphries bastelt. Das ist ja jetzt schon wieder ein Drama hier. Das ist komplett Drama. Wirklich komplett Drama. Oh, oh, oh. Doppel 8. Nochmal die Doppel 8. Da jetzt guckt er nochmal genau hin. Ja. Da ist noch viel so Platz. So verwirft man sich relativ gern. Wer macht das hier aus? Doppel 4. Oh. Knapper geht nicht. Auch knapper das sind Millimeter, die diese Pfeilspitze da vorbeischießt am Ziel. Humphries vergibt ebenfalls und Lim kommt wieder. Was machen die Darts hier schon wieder? Die machen, was sie wollen. Wer bekommt sie in den Griff? Paul Lim bekommt sie in den Griff. Dieses Drama endgültig zu viel für Luke Humphries. Die Konzentration wie weggeblasen. Paul Lim im Gegensatz nervenstark. Direkt der erste Matchstart im Ziel. Die Überraschung. Perfekt. Und bekommen wir jetzt Matchstarts von Paul Lim. Ja, Luke, das war nicht mal so viel. Das war noch enger.
In seiner ganzen Zeit bei der PDC-WM hat er nur 5 Matches gewinnen können, Paul Lim. Und was wäre das? Matchstart. Paul Lim macht das hier tatsächlich. Das ist doch nicht zu glauben. Was für eine Geschichte. Und wieder mal heißt mit 66 Jahren, da fängt die WM erst richtig an. Paul Lim eine Runde weiter. Er spielt gegen Dimi van den Berg. Das ist Darts-Geschichte, die sich hier eben abgespielt hat.